Wie auch an den letzten Wochenenden haben wir auch dieses Wochenende ein paar Sommerbobbahnen besucht. Gestartet sind wir bei Leipzig im schönen Weißenfels bei der Freizeitanlage Fiebig. Die Bobfahrt kostet hier 2,50 Euro, was ich sehr angemessen finde, ist sogar sehr günstig im Vergleich. Es handelt sich um ein modernes Zwei-Schienen-System der Firma Wigand. Die Fahrt insgesamt hat knappe 4 Minuten gedauert, davon die eigentliche Abfahrt etwa 1 Minute 15, 1 Minute 20. Es ist also keine sehr lange Bahn und man muss also auch nicht viel Zeit investieren. Die Bahn an sich ist sehr schön gemacht, wie ich finde. Insbesondere durch das liebevolle Ausgestalten mit allerlei Attraktionen am Rande der Bahn. Vom Bob, der im Gebüsch liegt, bis zur kleinen Hundehütte, durch die man durchfährt. Auch Tunnel finden sich auf der Strecke. Andererseits muss man aber auch sagen, es ist jetzt keine rasante Strecke. Also es geht nicht steil bergab, es ist nicht super schnell. Dennoch, ungebremst bin ich auf meine Kosten gekommen. Ich würde die Bahn vor allem Leuten empfehlen, die jetzt nicht unbedingt das Hardcore-Limit an Speed suchen, sondern eher für den Familienausflug die Unterhaltung suchen und ein bisschen Spaß haben wollen. Mir persönlich hat es gefallen. Ich werde auch wieder hingehen, wenn ich in der Region bin. Ist etwas weit weg von meiner Homebase, wie man so schön sagt. Dennoch kann ich es eigentlich empfehlen. Parkplätze gibt es direkt vor der Tür, kann man sagen. 150 Meter vielleicht muss man laufen. Gab keine Probleme, jetzt einen Parkplatz zu bekommen. Wir waren früh morgens da. Es gab keine langen Schlangen, keine Wartezeiten. Wir sind sofort an die Reihe gekommen. Ja, fahrt einfach mal hin, wenn ihr in der Nähe von Weißenfels seid, und schaut euch die Anlage an. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Rest des Videos.